Am 1. Mai wurde am Kirchplatz in Kötschach-Mauthen der Maibaum to go aufgestellt. Die Idee stammt von Christian Kogler mit tatkräftiger Unterstützung von Stefan Geiler von Maschinengeiler, welcher einen Traktor und die Aufbaukonstruktion zur Verfügung stellte. Traditionsgemäß wird für einen Maibaum eine hochgewachsene Tanne, eine Fichte oder eine Lärche gefällt. Die Rinde des Baumes wird aufpoliert, um niemanden zu verletzen, und wird dann feierlich aufgestellt. Wir gehen heute mit Maibaum durch Kötschach, und wenn wir mal am Maibaum da heuer aufhören und schauen wir mal, wie es wird. Ne? In vielen Gegenden ist es üblich, dass der Maibaum händisch durch das ganze Dorf getragen wird, bis er dann normalerweise seinen endgültigen Platz findet. Deswegen haben wir uns als Dorfgemeinschaft heuer zusammengetan und mit einer Idee, wie es halt immer entsteht, bei Kaffee und Kuchen, irgendwann am Nachmittag, sagen wir so. Und dann haben wir gesagt, was machen wir mit einem mobilen Maibaum, der den ganzen Mai unterwegs ist und wir am 1. Mai einfach ein bisschen umziehen können. Und die Idee ist gleich gut angenommen worden. Und dann haben wir auch mit dem Geiler Stefan geredet, der natürlich Feuer und Flamme war für sowas und uns so den Traktor auch zur Verfügung gestellt am Monat und die Konstruktion auch extra angefertigt hat. Und eben, die Sache ist so, 1. Mai, Maibaum ist klar und es ist halt heuer für alle ein bisschen was. Also nicht auf einem fixen Platz, sondern da heißt eigentlich Maibaum unterwegs. Und ja, und heute zeigen wir das eben durch die Ortschaft. Wir haben 4 Stationen, wo wir hingehen und den Maibaum dann eben immer wieder aufstellen und abbauen. Mittlerweile haben wir schon 4 Anfragen. Also eigentlich sind die Wochenenden im Mai schon ausgebucht. Wir stellen den Maibaum dann eben auf einen beliebigen Platz. Da steht er dann und sie machen dann ein Fest. Also wir wissen, in der Aue gibt es das erste Fest schon in 2 Wochen und möglicherweise um in Kreuth nächste Woche. Und dann ist ein großes 3-tägiges Maibaumfest beim Speibin in der Waldschenke. Und die FF Lars, glaube ich, hat am anklingen lassen, dass das auch ein Wochenende in Lars stehen soll. Natürlich wird sowas unterstützt, wenn eine Idee geboren wird, wenn schon kein Maibaum aufgestellt wird, ist die Idee geboren, eben den Maibaum to go. Und dann sind sie an mich herangetreten, dass sie ein Gestell brauchen und einen Traktor. Und natürlich waren wir da voll live dabei und haben ein eigenes Gestell gebaut, wo man ihn auch aufstellen kann und auch wieder niederlegen, ohne irgendeine Manneskraft zu benötigen. Also Geiler steht für Technik. Das Gestell ist von einem alten Güllemixer. Das haben wir da ein bisschen umgedacht. Bei uns, der Mich, ist der Konstrukteur und der hat das perfekt umgesetzt. Prototyp hat von Anfang an funktioniert, nachdem uns der Stefan Geiler das zusammengebaut hat. Jetzt müssen wir leider noch Patent anmelden, dass wir das nachher weitergeben können. Die Stahlkonstruktion wird auf den 3-Punkt-Kraftheber des Traktors montiert, um den Prozess des ständigen Auf- und Abbaues zu vereinfachen. An erster Stelle steht jedoch immer die Sicherheit für alle Beteiligten. Man muss den Gefahrenbereich einhalten, man muss mit Sicherheit aber aufstellen, alles absperren und mit Warnwesten, dass keine Kinder runter durchlaufen. Schon zu aufpassen. Ja. Ich habe schon gebucht, ja, der Maibaum wird am 13., 14., 15. Mai in der Aue auf dem Bichl stehen. Der Maibaum steht für Liebe, Zuneigung, Lebensfreude und Fruchtbarkeit. In Kötschach-Mauthen wurde der Maibaum to go deshalb an 19 verschiedenen Orten aufgestellt, damit die Einwohner gemeinsam um den Maibaum zu Musik und Tanz feiern konnten.